Es war ein ganz besonderer Abend in der Geschichte des Deutschen Filmpreises. Am Freitagabend fand die Preisverleihung erstmals nicht als große Gala, sondern als Live-Fernsehshow statt. Schauspieler Edin Hasanovic führte als Gastgeber durch die Show. Promis wie Iris Berben, 69, Charlie Hübner, 47, oder Fario Gyun-Yadim wurden ihm als Laudatoren nach und nach per Videocall zugeschaltet. Der glückliche Gewinner des Abends war der Film Systemsprenger. Der Debütstreifen von Nora Fingscheid konnte gleich 8 Lolas abräumen. Darunter den begehrten Hauptpreis, die Goldene Lola. Auch in den Kategorien Beste Regie und Bestes Drehbuch konnte Systemsprenger sich gegen seine Konkurrenz durchsetzen. Hauptdarstellerin Helena Zengerl wurde mit ihren 11 Jahren als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Die Silberne Lola ging an Bohan Qabani mit dem Film Berlin Alexanderplatz. Burad Atekin, 41, dürfte sich mit Das perfekte Geheimnis über den Sieg als besucherstärkster Film des Jahres freuen. Ein großer Abend war es auch für Elbrek Schuch. Für seine Rolle in Systemsprenger gewann der 34-Jährige die Kategorie Beste Hauptdarsteller. Für seine Darbietung in Berlin Alexanderplatz wurde er außerdem als bester Nebendarsteller geehrt.